Ja, meine Damen und Herren, so jetzt haben wir den Anfang hinter uns gebracht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die fachspezifische Diskussion auch gehen. Und mir ist auch wichtig, dass wir nicht nur hier oben diskutieren auf dem Podium, sondern auch Sie mit einbeziehen. Wir haben, wie ich glaube, ein wirklich gutes Podium zusammengestellt, wo wir genau über diese Themen Stadtplanung und Wohnungspolitik diskutieren können, die in der Tat eine immer größere Bedeutung gewinnt, gerade wenn die Ressourcen knapper werden, wenn die Bedürfnisse sich verändern. Das haben wir ja schon gerade auch ganz am Anfang gehört. Und nun gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich stelle alle kurz vor und vergesse irgendwas und irgendjemand muss dann ergänzen, nee, das mache ich gar nicht mehr oder ich mache das. Oder die Diskutanten stellen sich kurz selbst vor, bevor sie in ihr Eingangsstatement gehen. Und wir haben uns hier oben für das Zweite entschieden. Jeder wird kurz etwas über sich sagen. Da muss mich auch keiner korrigieren und ich kann nichts vergessen. Sie machen dann ihr Eingangsstatement. Dann gehen wir wahrscheinlich kurz nochmal hier oben in die Diskussion, aber dann sind Sie auch dran. Also wenn Sie Wortmeldungen haben, Fragen haben, melden Sie sich. Ich versuche immer gleich zu gucken und wenn ich Ihnen zunicke, dann habe ich Sie gesehen. Und wenn ich Sie dann nicht rannehme, einfach nochmal vehement nachher melden. Ja? Prima. So, wir fangen mit Herrn Illichmann an und gehen dann von rechts nach links. Herr Illichmann, schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Okay, danke schon mal für die nette Einführung. Und die Hinleitung zum Thema. Ja, mein Name ist Klaus Illichmann, ich komme aus der Landeshauptstadt München, dort aus dem Bereich der strategischen Stadtentwicklungsplanung. Das sind diejenigen, die mit den kleinen Schnellbooten um die großen Tanker herumfahren, immer die Nase in den Wind halten und so ein bisschen an der Kante zum Horizont gucken, was zieht da Neues auf, um frühzeitig diesen großen unbeweglichen Kähnen zu signalisieren, ha, passt mal auf, da vorne kommt was auf euch zu, legt doch jetzt schon mal den Gang vielleicht ein bisschen anders ein. In der Landeshauptstadt München ist die Stadtentwicklungsplanung sehr stark aufgestellt, einfach aus dem Hintergrund heraus, größte Kommune Deutschlands, Stadtstaaten Berlin, Hamburg und so weiter mal außen vor gelassen, die haben eine andere Wirkungskompetenz hinsichtlich ihrer staatlichen Einordnung, sind auch in kleinere Verwaltungseinheiten aufgegliedert und haben damit eigentlich ein ja, eine andere Stellung nochmal und dadurch bedingt ist die Landeshauptstadt tatsächlich wie so eine Art Hotspot zu sehen. Sie kennen es alle aus den Immobiliennachrichten, da ist es am sichtbarsten. Was aber für Sie, glaube ich, ganz interessant ist, was wir aus München berichten können, ist die Tatsache, dass an diesen Punkten, wo vieles so kumuliert, vieles sehr viel schneller und deutlicher sichtbar wird, was sich erst, so wie es Herr Wegner ja auch in der Einführung gesagt hatte, an vielen anderen Stellen in Deutschland dann in den Folgejahren auch zeigen wird. Also wir sind so eine Art Brutkasten, wie eigentlich alle großen deutschen Städte, für neue Entwicklungen, die da so aufziehen. Ich bin zuständig ganz konkret für die strategische Planung, in München heißt es dann Perspektive München, für das Thema Wohnen und für die Bevölkerungsentwicklung. Und beim Thema Wohnen, das ist ja das, was hier in Mitte steht, ist ja das Thema, dass München tatsächlich an der Spitze liegt, was die Preisentwicklung betrifft, was die Marktenge betrifft. Aktuell letzte Zahlen, Neubau, gute bis durchschnittliche Lage, bekommen Sie nichts mehr unter 6.000 Euro den Quadratmeter. Neubau, Erstvermietung, gleiche Lagekategorie, 16 bis 18 Euro kalt. Sozialwohnungen 8,50 Euro, der städtische Wohnungsbestand ungefähr bei 6,50 Euro im Schnitt. Da sehen Sie schon, das fokussiert, der Markt reagiert schon drauf, die angebotenen Eigentumswohnungen werden kleiner, es wird über das Thema Mikrowohnen gesprochen, super gut und effizient geschnittene Drei-Zimmer-Wohnungen mit 60, 65 Quadratmeter, weil bei den Preisen können Sie sich ja vorstellen, wer kann sich das noch leisten. Die Landeshauptstadt hat schon seit, man kann sagen, seit Jahrzehnten das Thema Wohnen in den Fokus gerückt. Wir haben jetzt inzwischen in der fünften Auflage das größte wohnungspolitische Handlungsprogramm Deutschlands, Wohnen in München, jeweils zusammengepackt für einen Zeitraum von 5 Jahren, momentan in der Auflage 5, aktuell mit
jährlich ca. 160 Millionen Euro städtischer Fördermittel für den Wohnungsbau ausgestattet. Zwei politische Zielzahlen im Hintergrund. Die Landeshauptstadt strebt an, Baurecht zu schaffen für circa pro Jahr für ca. 4.000 bis 5.000 Wohnungen. Daneben wird noch über den fluktuierenden Markt, also über die sogenannten § 34 Gebiete, also ohne planerische Intensivbegleitung, nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an Wohnungen geschaffen. Also summa summarum, politische Zielzahl 8.500 Wohnungen pro Jahr sollen fertiggestellt werden. Davon ca. 2.000 geförderte Wohnungen, die entstehen sollen. Also, und das ist eigentlich der Hauptfokus, nämlich überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum im Neubaubereich in München herzustellen. Und das ist ja was sich jetzt bundesweit eigentlich in allen Städten abzeichnet. Die großen Städte wachsen, die sehr stark zum Teil. München hat Prognosewert bis 2030 plus 15% zusätzliche Bevölkerung, die zuziehen wird oder über die natürliche Bevölkerungsentwicklung entsteht. Das heißt, wir werden von jetzt 1,5 auf dann 1,75 Millionen Einwohner wachsen. Von Berlin weiß ich ja auch, die Prognose für 2030 4 Millionen Einwohner. Berlin jährlicher Zuwachs 40.000, München absolut 20.000. Aber Sie sehen, hier sind die großen Herausforderungen für die Städte und da eben insbesondere für die bezahlbare Klientel, also für bezahlbaren Wohnraum. In München kommt noch dazu, und das betrifft viele andere Städte auch inzwischen, es gibt keine einfachen Entwicklungsprojekte mehr. Die großen Flächen sind abgefrühstückt. Es geht, so hat es vor kurzem mein Chef mal gesagt, ins städtebauliche Fracking hinein, sprich rauszuquetschen, was nur rauszuquetschen ist, mit allen Friktionen, die Sie sich vorstellen können. Deshalb, wenn Sie zum Beispiel bei dem Thema Baurecht und juristische Steuerungsmöglichkeiten da einen Blick drauf werfen, dann werfen Sie einen Blick in die großen deutschen Städte, denn die wenden den Instrumentenkanon aus dem Baugesetzbuch rauf und runter an in vielen Spielarten. Ich war schon oftmals auf Diskussionen gewesen, auch mit anderen Lokalpolitikern vor allem, wo immer der Ruf schnell laut wird nach neuen planerischen Instrumenten, wo ich dann oder wir aus München immer sagen müssen, ja, wendet doch erstmal all das an, was die Gesetzeslage inzwischen hergeht und diskutiert dann entlang dieser Möglichkeiten, die da sind. Wir wenden deshalb nahezu das gesamte planerische Spektrum, was so geht, an. Ich möchte nur zwei Besonderheiten oder drei hervorheben. Einmal das Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, das ja vor allem im Zuge der Konversion von staatlichen oder Militärflächen hier eingesetzt wird, machen wir jetzt auf breiter Front aufgrund dieses hohen Transformationsdrucks, den wir in München haben, inzwischen auch in ganzen Stadtquartieren, wenden wir das an, städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Einfrieren der Entwicklung, vor allem der Bodenpreise, dann auf einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren, genügend Zeit für kommunale Entwicklungskonzepte, für planerische Ansätze, für Entwicklungsmaßnahmen. Also das ist eine der Schlüsselbegriffe für uns. Dann natürlich die sogenannte Sobrun, sozial orientierte Bodennutzung, das heißt die Beteiligung der Planungsbegünstigten, vor allem dann Entwickler und Bauträger, an der Schaffung der Infrastruktur in diesen neuen Baugebieten. Das heißt, wir verlangen zum Beispiel, wenn wir städtische Flächen verkaufen für größere Entwicklungsmaßnahmen, 50% geförderten Wohnungsbau auf diesen Flächen mit herzustellen. Es gibt städtebauliche Verträge im Vorfeld. Wir beanspruchen Flächen für soziale Infrastruktur und greifen auch Gelder ab, sozusagen für die Herstellung dieser Kosten. Auf diesem Weg gelingt es uns, bei diesem hohen Transformationsbedarf, den wir haben, ungefähr 50% der Infrastrukturkosten auf diesem Weg mit abzudecken. Das hindert aber niemanden daran, dass in München die Entwicklung
weiter brummt. Ganz im Gegenteil, wir haben in München im bundesweiten Vergleich vierfach höhere Abbruchquoten. Also man achtet bei den Gebäuden nicht mehr darauf, bis zum Ende des Lebenszykluses abzuwarten und rauszuquetschen, was rauszuquetschen ist, sondern aufgrund der Bodenpreisentwicklung aktuell in München für den Bereich der Wohnbauflächen für Geschosswohnungsbau werden 2.500 Euro verlangt und auch bezahlt. Und aufgrund dieser Tatsache ist es dann so, dass hier tatsächlich ein hoher Veränderungsdruck ist und an der Stadt und an Entwicklungen im städtischen Bereich gerade für Sie auch aus dem politischen Blickwinkel sehr gut ablesbar ist, was alles möglich ist, wo aber noch Handlungsbedarfe sind. Vielen Dank, Herr Wegner. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Professor Hertzsch sagte eben gerade einen Satz, der gut auf uns bei Haus und Grund zutrifft. Er sagte nämlich, Stadtentwicklungspolitik geht manchmal oder beginnt manchmal sehr kleinteilig. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Wesen von Haus und Grund am besten darstellt. Haus und Grund ist der Verband der privaten Eigentümer. Wir haben 900.000 Mitglieder in Deutschland und wir vertreten eben die privaten Immobilieneigentümer, die in Deutschland 80,6% des Wohnimmobilienbestandes vertreten, die auch 66% aller Mietwohnungen anbieten und auch knapp 30% der Sozialwohnungen, die in Deutschland auf dem Markt sind, mit anbieten. Insofern, wir sind mit Abstand die größte Anbietergruppe auf dem deutschen Wohnungsmarkt, auf dem Mietwohnungsmarkt, aber eben es sind mehrere Millionen Menschen, um die wir uns da kümmern müssen. Deswegen haben wir in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam mit dem Bundesministerium, damals noch Verkehr, Bau, Stadtentwicklung, heute Umwelt, Bauen und Natur und Reaktorsicherheit, selbstverständlich, ein Projekt auf die Wege gebracht. Es heißt KIK, Kooperation im Quartier. Und es dient im Wesentlichen dazu, das, was in München städtebauliches Fracking heißt und in Berlin Visionen an den Mann bringen, tatsächlich umzusetzen. Es geht nämlich darum, die Menschen vor Ort, die Eigentümer für Stadtentwicklungsprojekte zu gewinnen, sie einzubinden, sie auf Augenhöhe mit den Ansprechpartnern in der Kommune zusammenzuführen und auf die Art und Weise zu verhindern, dass man die Visionen nicht richtig transportieren kann oder den Menschen eben das Gefühl zu geben, dass es sich tatsächlich um eine städtebauliche Maßnahme handelt, die genauso beliebt ist wie Fracking. Die dürfte ja dann kaum durchsetzbar sein. Insofern ist es unser Ansatz, die Eigentümer in die Stadtentwicklungspolitik zu integrieren, sie in alle möglichen Stadtentwicklungsprogramme von der sozialen Stadt, aber bis hin zur energetischen Quartierssanierung einzubinden. Und das ist das, was aus unserer Sicht der Schlüssel ist, um die Stadtentwicklungspolitik dahin wieder zu bekommen, wo sie hingehört, nämlich ein Stück weit in die Innenstädte, wo die privaten Eigentümer ihre Immobilien haben. Das ist ja auch das, was die Menschen heutzutage mit den Füßen abstimmen. Sie gehen zurück in die Innenstädte, sie gehen zurück in die Großstädte. Und wir von Seiten Haus und Grund sind gerne dabei, uns an den verschiedenen Stadtentwicklungsprozessen in unseren knapp 1.000 Haus- und Grundvereinen zu beteiligen. Vielen Dank. Als nächstes gebe ich das Wort Axel Gedaschko. Der ist der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobilienwirtschaft in Deutschland. Und so viel, auch hier haben Sie auch ein bisschen Zeit gespart. Genau, und ich rede gleich sozusagen für 6 Verbände, die sich zusammengeschlossen haben. Insofern könnte ich dann jetzt hier vielleicht für 12 Minuten Zeit haben, aber das mache ich natürlich nicht. Lassen Sie mich vielleicht einen weiteren Blick auf das Thema nehmen. Ich glaube, der Kongress findet zu einer ausgezeichneten Zeit statt, weil was wir im Moment erleben, ist an vielen Stellen eine Überforderung von Stadt und eine Überforderung von Stadtgesellschaft. Ich glaube, die erste Botschaft muss auch sein, immer wenn man über dieses Thema redet, dass man auch sagt, wo sind Grenzen, die man nicht erreichen können wird. Die erste Grenze wird sein, und das ist ein gesellschaftlicher Anspruch, der auch politisch teilweise genährt wird, jeder hat das Anrecht, an jedem Platz in der Stadt zu wohnen. Das hat leider noch niemals in der Geschichte geklappt und wird auch zukünftig nicht klappen, weil schlicht und ergreifend, selbst wenn wir den letzten Kinderspielplatz und die letzte Grünfläche zubauen würden mit Wohnhäusern, immer noch
die Nachfrage größer wäre. Wir haben mal mit ImmoScout hierzu eine Umfrage gemacht oder eine Auswertung zu den Hotspots in Deutschland und teilweise sind es 58:1, 58 Bewerber auf eine Wohnung in bestimmten Hotspots und das zeigt, sie können bauen, wie sie wollen, dort, bis nichts mehr geht und sie werden trotzdem die Nachfrage nicht stillen. Und das ist eine Botschaft, die muss man auch in die Bevölkerung wieder als Politik zurückgeben, weil man sonst Enttäuschung züchtet. Das nächste ist, wir reden über Stadt. Lassen Sie uns aber bitte, und das ist eigentlich eine Lehre, die schon früher mal da war, die hat man aber wieder so ein bisschen vergessen, lassen Sie uns über Stadt- und Stadt-Umland-Beziehungen reden. Eine Stadt hat noch niemals für sich alleine funktioniert, sondern sie funktioniert immer im Austausch mit dem Umland. Was wir allerdings erleben, ist häufig, dass Städte dann doch etwas egozentrisch getrieben versuchen, alles in ihren Mauern zu machen und das klappt dann am Ende des Tages natürlich trotzdem nicht. Und dann versucht man, sich durchzuwursteln, inkremental. Einen solchen Prozess kann man besser anders organisieren. Kommen wir dann zum Thema Bezahlbarkeit des Wohnens. Wir haben extra ja gemeinsam auch hier mit Bündnispartnern das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. Das Bündnis hat jetzt ein Ergebnis. Was wir uns wünschen würden, ist, dass viele dieser Ergebnisse erstmal überhaupt wahrgenommen werden, insbesondere nicht nur beim Bund. Da haben wir den Eindruck, dass da die Wahrnehmungsfähigkeit schon recht hoch ist, aber insbesondere bei den Ländern und den Kommunen, die nämlich, wenn es um die Bezahlbarkeit von Wohnen geht, immer noch ein Draufsetteln an die Anforderungen, an das, was dann gebaut werden soll, ob es, ich sag's mal, eine Zwangsbegrünung ist oder noch erhöhte energetische Anforderungen über alles das, was sowieso schon hinaus da ist. Das alles macht letztendlich Wohnen schwer bezahlbar. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel mal benennen, wie es schwierig ist, dieses Thema der dezentralen Energieerzeugung, die wir genauso als die richtige Richtung sehen, dann letztendlich umzusetzen. Wir rennen uns hier die Hacken wund im politischen Berlin, wenn es nämlich um die Frage geht, ob auch diese Wohnungsunternehmen, denn das ist dezentral im Quartier, wo ist denn sonst Quartier, wenn sie dezentral im Quartier die Energie erzeugen wollen, dann passiert Folgendes, dann werden nämlich die Energie, die können sie zwar erzeugen, aber das Dumme ist, dann wird Gewerbesteuer fällig auf die Miete, weil dann der Mietprozess anders rechtlich bewertet wird. Wir haben diesen Sachverhalt politisch überall in Berlin hinterlegt. Wir kriegen überall großes Verständnis, aber passieren tut letztendlich doch nichts. Und warum passiert nichts? Weil das die alte Welt der Stadtwerke ist, die dort noch immer eine Abwehrschlacht führt. Und hier würden wir uns wünschen, dass nicht künstlich etwas aufrechterhalten wird, was aus der Zeit gefallen ist. Diesen Begriff hatten wir schon vorhin einmal. Und dann reden wir darüber, dass wir sehr viel mehr bauen müssen als in der Vergangenheit, gerade auch in den Städten. Und es ist auch schon gefallen, Kai Warnecke hat es gesagt, das Fracking. So kriegen wir das natürlich nicht geregelt. Und die Frage ist, welche Idee geben wir denn, wenn wir jetzt über das Thema viel Neubauen in den Städten reden? Uns schlägt ja jetzt schon der Gegenwind entgegen, wenn wir nur theoretisch darüber reden, dass wir das machen müssen. Was wir brauchen, ist eine inhaltliche Aufladung des Themas Bauen. Die Frage der Nachhaltigkeit wird immer so in den Raum gestellt. Was ist denn nachhaltiges Bauen? Unsere Unternehmen wollen wissen, wie ist der CO2-Carbon-Footprint der Materialien, die sie verbauen? Wie ist die Gesundheitswirkung der Materialien, die sie verbauen? Und wenn wir darüber reden, Nachhaltigkeit, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass wir nicht nur weniger gesundheitsgefährdende Materialien verbauen, sondern gesundheitsfördernde gibt es ja auch. Aber das findet viel zu wenig statt, würde ich mir auch wünschen. Und dann, wenn wir in städtebaulichen Konzeptionen denken, wir werden in vielen Städten, München ist ein Beispiel, wo es nicht geht, das ist so, weil München ist eng. Es gibt andere Städte, die sind auch sehr eng. Da ist wirklich Nachverdichtung, Aufstockung, also sozusagen der Häuserkampf notwendig. Es gibt aber Städte, da geht es noch anders. Und da müssen wir auch die Chancen nutzen. Und da ist die Frage, welcher Typus von Städtebau hat sich eigentlich in der Vergangenheit bewährt? Welchen müssten wir weiterentwickeln? Da gibt es zwei Typen, über die wir nachdenken sollten und die wir auch diskutieren müssen, um auch eine Vision, eine positive Vision zu geben. Und das ist für uns
Die Gartenstadt, Gartenstadt 21, Berlin hat hier ja auch ein Projekt dazu aufgesetzt. Oder es ist die Gründer, das Gründerzeitviertel. Das sind die beiden städtebaulichen Entwicklungen, die sich eigentlich durch die Zeit hinweg bewährt haben. Und ich freue mich auch insoweit, dass auch das BBSR hier eine Studie genau zu dieser Thema Weiterentwicklung der Gartenstadt in Auftrag gegeben hat, um genau diese Vermischung von Urbanität und Grün und Lebenswert für langfristige Perspektiven auch herzustellen. Und was wir für eine katastrophale Fehlentwicklung halten, das lassen Sie mich auch an dieser Stelle sagen, ist die aktuelle Gesetzgebung, die sozusagen Integration oder Desintegration betoniert, nämlich die Forcierung des Flüchtlingswohnbaus an bestimmten Stellen, aber nicht die Forcierung des Wohnbaus. Was wir bräuchten, ist die Forcierung des Wohnbaus und nicht die Forcierung des Flüchtlingswohnbaus. Wir wollen für alle Menschen bauen, wir wollen nicht Flüchtlinge hier und die anderen dort. Wir müssen miteinander das machen, ansonsten schaffen wir uns selbstverständlich die Schwierigkeiten von morgen und wir sind mittendrin, es wieder falsch zu machen. Tja, ein Thema, was uns, glaube ich, wie gesagt, alle bewegt, was Sie gerade angesprochen haben, was uns auch noch eine Weile bewegt, aber in der Tat, wir müssen aufpassen, da haben wir, sollten wir viel gelernt haben aus der Vergangenheit und ich glaube auch, dass man die Fehler, die man einmal gemacht hat, die muss man nicht nochmal machen und da gibt es auch, glaube ich, andere Möglichkeiten, an denen wir arbeiten müssen. So, aber bevor wir bauen können, kommen ja in der Regel die Architekten. Also eigentlich machen wir die falsche Reihenfolge gerade. Jetzt kommt der Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer, Joachim Brenke. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank. Erstmal wirklich ein Dankeschön, Herr Wegner, dass die CDU-CSU-Fraktion sich diesem Thema stellt, weil es viel mehr in die Öffentlichkeit muss, bevor wir es gemeinsam an unsere Menschen heranbringen. Also will ich da nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Was ich auch dazu sagen muss, also ich arbeite in Schwerin, nicht gerade eine Großstadt, aber eine Stadt, als Architekt, da schon seit über 25 Jahren freiberuflich. Ich lebe also davon, dass ich jeden Tag mit Planen und Bauen mein Geld verdiene. Das macht Spaß, ist wesentlich komplizierter geworden. Herr Gedoschko hat ja die eine oder andere Sache erwähnt, warum es so ist. Für mich und der andere Teil, und da muss ich ein paar Sachen aufzählen, dann geht es aber danach schneller, ist natürlich den Job, und das kann jeder in seinem Job sagen, kriegen wir nur erledigt, wenn wir uns engagieren. Und für mich ist es dann halt berufspolitisch. Ich bin also seit vielen Jahren Präsident der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern und über diese Konstellation eben Vizepräsident bei der Bundesarchitektenkammer. Und hier sitzen tue ich, weil ich für unsere Stadtplaner auch mit zuständig bin für das Präsidium der BAK. Und das hat natürlich was mit Bauen. Bauen hat was mit Baukultur zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen bei dem, was wir schnell bauen wollen, nachverdichten wollen. Wir wollen auch die Stadt der Zukunft haben, also Baukultur. Ich bin auch im Beirat der Bundesstiftung Baukultur, war auch bei dem, was Sie angesprochen haben, beim BMUB in der Kommission kostengünstiger Wohnungsbau. Stundenfüllendes Thema, könnte ich ganz viele spannende Sachen erzählen, geht in zwei Minuten nicht. Und Nachhaltigkeit ist mir auch eine Herzenssache. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Akademie für nachhaltige Entwicklung, da bin ich Vorstandsvorsitzender, wo wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Entwicklung von Räumen sehr intensiv auseinandersetzen. Und das geht nicht ohne das Thema Energie. Ich bin auch Mitglied im Landesenergierat der Landesregierung, also bei uns des Energieministeriums. Wir haben ein eigenes Energieministerium und bin dort für das Thema Energieeffizienz zuständig. Und das ist natürlich mehr als nur bei Gebäuden, also eine Spannweite, wo man sagt, das beschäftigt uns alles, wenn wir über Stadt reden. Und Stadt war für mich, und dann ist Schluss mit dieser Vorstellung, ich war auch 1988, 89 zugegeben, da schon ein paar Jahre her, in der Bürgerinitiative, die sich darum gekümmert hat, dass die Altstadt von Schwerin nicht abgerissen wird. Also es geht mir ganz stark in dem, was ich... Erfolgreich, selbstverständlich. Es geht mir eben intensiv darum, dass wir das, was wir machen, auch mit beruflich und ehrenamtlich, dass wir es für die Menschen machen, die bei uns in den Städten leben. Architekten, Stadtplaner sehen wir, das sind in Deutschland knapp 140.000, die da bei den Kammern eingetragen sind. Wir sehen uns als Ideengeber und als Vermittler. Und es geht selbstverständlich nur mit Partnern, die auch
beraten wollen, die vermitteln wollen und vor dem Hintergrund Stadtplanung im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sind die Themen ja schon alle angesprochen worden. Energieeinsatz, umweltschädliche Emissionen, Baustoffe, aber eben auch Faktor Mensch. Und das hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Bauen, also planen, auch im städtebaulichen Sinne, funktioniert schon lange nicht mehr wie vor 10 oder 15 Jahren. Was machen wir in der Bundesarchitektenkammer? Wir haben, um unterschiedliche Sachen dort auch mit voranzubringen, eine Projektgruppe, die natürlich bundesweit aufgestellt ist, unter dem Bereich Wirtschaft, Energie, Baukultur, wo das Thema Wohnen natürlich integraler Bestandteil ist, auch kostengünstiger Wohnungsbau, wo bauliche Verdichtung dazugehört, wo Ressourcenschonung dazugehört, wo aber eben auch das ganze Thema Umweltbelange, Nachhaltigkeit im weitesten Sinne mit eine Rolle spielen. Was wir sehen, das ist ganz klar für uns, ist, hat Stadt etwas mit Dichte zu tun. Es kann lieber etwas enger als etwas weiter sehen. Auch da hat sich ja die Charta in den letzten Jahren, die ja immer unterschiedlich aufgestellt wurden, zu unserer letzten, sage ich dann ja nochmal was, hat sich verändert. Wir brauchen Dichte, und damit wir soziale und funktionale Durchmischung auf den Weg bringen können. Und auch wenn wir über das Thema Stadt reden, halte ich Baukultur, die was mit Regionalität zu tun hat, für einen ganz, ganz starken Punkt. Und was wichtig ist, ist auch schon gesagt worden, Stadt funktioniert nur mit dem Stadtrandbereich, mit dem Übergangsbereich und mit dem Land zusammen, damit wir Stadt und Umfeld so kommunizieren können, dass wir gegenseitig profitieren können. Bereich Energie ist mehrfach angesprochen worden, brauche ich nicht betonen, sind wir zurzeit, und das ist auch spannend, wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, wir haben bei der BAK eine Taskforce, die ich leiten darf, da sitzen wir mit dem Bundeswirtschaftsministerium zusammen und sprechen über die Weiterentwicklung der ENEF, unser Herzensanliegen, Zusammenführung, wie kriegen wir das System so hin, dass es wirklich zum Beispiel einer Quartierssanierung überhaupt eine Chance gibt und auch, und das war meine Erfahrung im Landesenergierat, ist also Lobbywesen, das werden Sie als Bundestagsabgeordnete alle kennen, ist in Deutschland hervorragend. Und ich könnte über Photovoltaikanlagen, Kleinwindenergieanlagen, die alle das Beste sind, reden. Was wir brauchen, ist wirklich diese Kombination und der Abgleich zwischen den unterschiedlichen Belangen. Und dazu gehört selbstverständlich Baukultur, wenn wir Menschen mitnehmen wollen. Und Baukultur ist nicht schön. Jeder stelle ich mal in so einen Raum, jeder Stadtplaner, Landschaftsarchitekt, Architekt, Innenarchitekt, der bei den Kammern eingetragen ist, kann in Anführungsstrichen schön. Darum geht es nicht, worum es geht es. Die Prozesskultur, die wir brauchen, damit Stadt eine Zukunft hat mit den ganzen Anforderungen, die heute schon hier genannt worden sind. Dazu gehört selbstverständlich der öffentliche Raum. Wenn wir Stadt gerade mit enger werdenden Ressourcen, mit höher werdenden Bau- und Mietkosten reden, dann muss der öffentliche Raum eine ganz andere Qualität haben. Da gehört Infrastruktur, da gehört selbstverständlich Verkehr mit dazu. Und es sollte immer was mit Identität zu tun haben, bestenfalls nicht für die Stadt. Auch die Stadt ist an keiner Ecke gleich, sondern die hat was mit dem Quartier oder mit dem Viertel zu tun. Hier gehört Planungskultur mit dazu und ganz klar die öffentliche Hand. Und die öffentliche Hand ist für mich eben nicht nur der Bund, der muss Zeichen setzen, der kann Forschungsaufträge vergeben. Es sind die Länder und ganz, ganz stark die Kommunen. Und wenn Sie dann mal in die, bei uns im Norden sind es ja ganz viele Bürgerschaften, dann gibt es ja noch Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen. Gehen Sie mal in solche Diskussionen und hören sich an, was über Zukunft der Stadt diskutiert wird und mit was für Themen sich die Menschen auseinandersetzen, damit sie überhaupt den Alltag bewältigen können. Deswegen brauchen wir mit der Planung identitätsstiftendes Vorausdenken. Und identitätsstiftendes Vorausdenken, jetzt bin ich zum Schluss, damit ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen noch kennt, das ist aus dem Jahr 2007, Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Ganz vieles, was wir heute mal wieder neu diskutieren, steht da schon drin, auch wer wann was machen sollte. Neue Bundesregierung, neues Spiel, die Probleme sind die gleichen, die Ideen sind andere. Und das wäre also eine dieser Sachen, das zu machen. Und wo ich der Bundesregierung, natürlich auch den Fraktionen wirklich dankbar bin, ist etwas, ich hatte es ja gesagt, Beirat Bundesstiftung Baukultur. Das halte ich mal hoch, das werden Sie alle gelesen haben, weil Sie sich ja mit dem Thema Stadt beschäftigen. Das ist nämlich Baukulturbericht 2014, 2015, gebaute Lebensräume der Zukunft, Fokus Stadt. Und was hier spannend ist, sind die beiden Teile. Das ist der Befragungsteil.
wo unterschiedliche Städte befragt worden sind, repräsentativ, was ist für Stadt wichtig, was braucht ihr. Wir haben also ganz viel Wissen und wie gesagt, Architekten der unterschiedlichen Fachrichtungen sehen sich als Ideengeber, aber auch als Kommunikatoren, denn was nicht hilft, und das ist jetzt der letzte Satz, wir haben in Schwerin ein Bauvorhaben in einem Quartier gehabt, ging um energetische Stadtsanierung, vom Bund gefördert, die das Geld geschenkt gekriegt hätten, hätten also wirklich nichts in die Hand nehmen wollen. Und wenn die Menschen das nicht annehmen, wenn wir ihnen was schenken und sie nehmen es nicht an, weil sie Angst haben, weil sie das Thema nicht mehr verstehen, dann haben wir gemeinsam ein Problem, was wir auch nur gemeinsam lösen können. Stadt, Energie, Baukultur, Wirtschaft ist so kompliziert geworden, dass wir es nicht mehr an die Menschen herantragen können. Und was wir lernen müssen, ist eine Sprache zu finden. Und das ist für mich unverzichtbar, dass diese Beteiligungskultur, die eine Kommunikationskultur hat, die die Menschen wieder verstehen. Die Welt ist kompliziert, das wird sich nicht ändern. Aber ich sehe eben Architekten in den einzelnen Fachrichtungen als Kommunikator, die aber auch alle noch lernen müssen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Da brauche ich ja wirklich gar keine Überleitung zu machen. Gebe jetzt Frau Bleker das Wort, Bürgerinitiative Pro Wohnen in Ottensen. Jetzt wäre ich fast verleitet gewesen, noch mal was dazu zu sagen, aber wollte ich ja gar nicht. Frau Bleker, Sie haben das Wort. Also guten Tag, Jeanette Bleker, mein Name. Ich bin Filmemacherin, Dramaturgin, Produzentin und Regisseurin und bin keine Fachfrau. Also das muss ich ganz ausdrücklich reden und sagen und die freie Rede gehört auch nicht zu meinen Spezialgebieten. Also möchte mich einerseits noch mal kurz bedanken an die CDU-CSU-Fraktion für diese Einladung, denn die bezeugt doch, dass der Bürger auch in Entscheidungen impliziert wird und eventuell sogar angehört wird. Und das ist leider Gottes in dem von mir erfahrenen politischen Alltag nicht immer die Realität, wenn ich das so kurz sagen darf. Wir haben jetzt einmal einen wunderbaren Vortrag von Herrn Professor Dr. Hertsch gehört, der mir, den ich sehr ermunternd fand, der mir Inspiration gegeben hat und den ich durchaus auch zum Beispiel die Bevölkerung an sich, so eine Thematik ist sehr wohl verständlich und für jeden Bürger auch begreifbar und nachvollziehbar. Und ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle sozusagen eine kurze reale Geschichte aus dem baupolitischen Alltag Hamburgs erzählen und denke auch, dass ich da eigentlich stellvertretend für viele Mitbürger, nicht nur Hamburgs, sondern Mitbürger vieler Großstädte Deutschlands spreche. Und ich denke, das hatte man ja auch schon festgestellt, zwischen den wirklich hehren Zielen und den zwischen den hehren Zielen der Politik und auch der Planung und der Planer und der Stifter gibt es leider Gottes eine unglaublich große Diskrepanz zum Bürger. Und ich glaube, die muss die Politik generell zur Kenntnis nehmen, ernst nehmen und tatsächlich sich dem Bürger noch viel stärker nähern, damit er tatsächlich Projekte besser versteht, damit er Ziele nachvollziehen kann und dass er wirklich nicht das Gefühl hat, übergangen zu werden. Denn wir kennen unseren aktuellen politischen Alltag. Viele Menschen fühlen sich absolut hintergangen, verraten, nicht abgeholt und bevormundet. Und das ist ein ganz großes, wichtiges Thema unserer Demokratie und das sollte meines Erachtens einen absoluten Vorrang haben bei allen Bauprojekten. Dann ist mir noch aufgefallen, dass wir sehr viel über Wohnen, über die Stadt der Zukunft sprechen, Stadtplanung. Wir sprechen viel über, ist ja auch unser Hauptthema, uns fehlen Wohnungen. Wir haben aber ein anderes Problem. Es gibt leider Gottes noch viel zu häufig in deutschen großen Städten Gewerbebauten, die immer wieder unter extrem dubiosen Umständen in unseren Städten wachsen und dem Wohnraum letztendlich den Platz nehmen. Also, und aus dem Grunde möchte ich Ihnen jetzt hier kurz einen Tatsachenbericht vorlesen, der so, glaube ich, gar nicht bekannt ist. Also ich habe 2014 im Juli während der Hamburger Sommerpause die Bürgerinitiative Pro Wohnen Ottensen ins Leben gerufen.
habe mich unmittelbar an Bürgermeister Scholz gewandt und habe ihn auf Missstände hingewiesen. Der hat das natürlich alles in seine Fachabteilung weitergeleitet und es kam nicht viel dabei raus. Ursprünglich sollten auf einem städtischen Grundstück in Hamburg-Ottensen, ein Stadtteil, der mit Prenzlauer Berg vergleichbar ist, 86 Wohnungen entstehen, davon die Hälfte sozial gefördert. Als alle bereits mit dem Baubeginn rechneten, überraschte der Investor jedoch mit der Nachricht, dass es einen neuen Plan gebe. Statt Wohnungen sollte nun ein Bürokomplex entstehen. Grundlage war der Bebauungsplan aus den 90er Jahren, der auf den damals strukturschwachen Stadtteil zugeschnitten war. Das heißt, hier werden sozusagen Bauprojekte durchgesetzt und man beruft sich auf alte Bebauungspläne, die nichts mehr mit aktuellen städtischen Entwicklungen zu tun haben. Dass sich alleine dadurch ein Bürger komplett verarscht fühlt, kann man sich eigentlich denken und liegt auf der Hand und ist auch kein Einzelbeispiel. Grundlage war also der Bebauungsplan aus den 90er Jahren. Aber seitdem sind mehr als 20 Jahre ins Land gegangen und inzwischen hat sich Ottensen zu einem der attraktivsten Stadtteile Hamburgs entwickelt. Was fehlt, sind bezahlbare Wohnungen, um der gnadenlosen Verdrängung der Alteingesessenen etwas entgegenzusetzen. Aber ohne jedes Interesse am Bedarf des Stadtteils und seiner Bewohner wurde hier mit Hilfe der Hamburger Politik ein veralteter Bebauungsplan umgesetzt. Dagegen hat eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, über das im September 2015 abgestimmt wurde. 75% haben gegen den Bau des Bürokomplexes gestimmt und für bezahlbare Wohnungen. Die Hamburger Politik hat das ignoriert. Der Stadtteil soll offensichtlich gegen den Willen der Bürger komplett umstrukturiert werden. Bereits jetzt steigen die Mieten sowohl für Gewerbetreibende als auch für sozial Schwache. Ausländer, Studenten, alte Menschen werden Schritt für Schritt aus ihren Wohnungen heraus katapultiert bzw. saniert und an die Stadtränder gedrängt, weil sie die steigenden Mieten nicht tragen können. Von einer Stadtplanung und Wohnungspolitik, die auf soziale Durchmischung und lebendige Quartiere abzielt, ist die Realität in Hamburg weit entfernt. Das Gegenteil ist der Fall. Durchmischte Quartiere werden zerstört, da sich die Stadtentwicklung offensichtlich nicht an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den aktuellen gesellschaftlichen Problemen orientiert, sondern eine Art Politik am Reißbrett betreibt. Ausgrenzung und Disintegration sind die Folgen. Langfristig werden so gesellschaftliche Konflikte gefördert. Die Realität zeigt uns, dass sich die Politik erpressbar gemacht hat und sich einer investorengesteuerten und zum Teil irrsinnigen Baupolitik unterworfen hat. Sie hat wenig mit Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu tun, bislang jedenfalls nicht, sondern dient lediglich der Rentabilität und der Maximierung von Gewinnen. Städtische Wohnungen, Gebäude und Grundstücke wurden in den letzten 10 Jahren aufgrund der miserablen Haushaltslage der Kommunen an Investoren verkauft. Die Durchsetzung der Bauprojekte wird mit längst überholten Bebauungsplänen begründet, obwohl diese mit der zeitgenössischen Entwicklung unserer Städte und der aktuellen gesellschaftlichen Situation kaum noch etwas zu tun haben. Mein Fazit: Stadtplanung muss transparent sein bzw. werden und sich an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren, statt sich einer profitgesteuerten Baupolitik zu unterwerfen. Gewerbeansiedlungen müssen mit der Infrastruktur der Quartiere harmonieren. Gewerbegebäude sollten so umgesetzt werden, dass sie im Fall eines Leerstands in Wohnraum umgewandelt werden können. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sitzen in Hamburg auf 1 Million Quadratmeter Gewerbeleerstand. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Gebäude, die stehen einfach rum und blockieren Wohnraum. Die sind nicht umstrukturierbar, umsanierbar oder sonst umbaubar, sondern Abriss. Und wir stellen unheimlich oft fest, dass häufig Gewerbe, ich habe gerade ein gutes Beispiel in Hamburg, ein amerikanischer Energiekonzern hat 2000 dort ein Haus gebaut, energieeffizient, riesig, also think big, richtig amerikanisch, groß angelegt. Dieses Haus wurde vor circa 6 Jahren dann verlassen. Der amerikanische Investor hat sich jetzt im Zentrum, weil
im Zentrum der Stadt Hamburg niedergelassen. Und dieses Haus ist nicht vermietbar. Das hat Strukturen, also da gibt es Chef-Offices, die sind wahrscheinlich so groß wie dieser Saal. Es gibt keine sanitären, also keine vernünftigen sanitären Anlagen noch sonst irgendwas. Wir haben da einen wunderschönen, traumhaften, mit Architekturpreisen versehenen Spiegelpalast, der eigentlich nur als Mahnmal dasteht und man spricht gerade darüber, dass er wahrscheinlich abgerissen werden soll. Und diese Bausünden, die müssen meines Erachtens verhindert werden, generell, denn die sorgen auch für das Misstrauen der Bürger gegen die Politik und überhaupt Umsetzung. Das war's. Danke, Entschuldigung. Nein, vielen Dank. Jetzt sind wir hier oben einmal durch. Trotzdem, ich habe auch noch keine Wortmeldung gesehen. Von daher, doch, jetzt sehe ich gleich zwei. Frau Blicker, ich glaube, dass in das, was Sie gerade angesprochen haben, gibt ja auch so ein Stimmungsbild oftmals wieder bei vielen Menschen. Und wir erleben das ja in Deutschland bei unterschiedlichen Projekten. Übrigens, wir haben es bei Stuttgart 21, ich habe das ja vorhin erwähnt, gemerkt. Aber auch bei meinem anderen Beispiel, was ich erwähnt habe mit Tempelhof. Ich glaube, wir müssen, ich finde Bürgerbeteiligung wirklich wahnsinnig wichtig. Ich glaube aber, dass wir uns in Deutschland überlegen müssen, wie wir Bürgerbeteiligung umsetzen wollen. Weil ich weiß gar nicht, ob wenn wir Bürgerbeteiligung so handhaben, bist du dafür ja oder nein? Ob das wirklich die Bürgerbeteiligung ist, die ich mir wünsche. Weil dann hat nur noch der Bürger zu entscheiden, ist das gut oder richtig. Ich möchte den Bürger eigentlich viel früher beteiligen. Nämlich in die Planung, was entsteht, überzeugen, mitnehmen. Und ich glaube, dann bekommen wir viel mehr Bürger auch mit auf den Weg bei bestimmten Großprojekten, die wir in Deutschland auch in den Städten zweifelsohne brauchen. Ob nun Infrastruktur oder Wohnungsprojekte. Wir brauchen solche Großprojekte, aber wir dürfen nicht immer am Ende des Tages, wenn die Politik sich lange gestritten hat, irgendwann was entscheidet, nur noch nach Ja oder Nein fragen. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich Bürgerbeteiligung, sondern wir müssen davor anfangen, um die Bürger mitzunehmen und überzeugen. Wollen Sie direkt? Weil sonst meine erste Frage geht an Herrn Brendtke nämlich. Gerne würde ich noch dazu erwähnen. Jeder kennt Hamburg Hafen City. Hafen City wurde mal für das neue kreative Gewerbe konzipiert und geplant, übrigens seitens der CDU. Diese Hafen City, das ist mittlerweile so, dass zwei Drittel dieser Hafen City, die für dieses Gewerbe, kreative Gewerbe, neues Business etc. gebaut wurde, leer steht. Es gibt massenhaft Firmen, die pleite gehen in dieser Hafen City, weil die Mieten so hoch sind. Und es ist noch schlimmer, dass jetzt Werbekonzerne, die nämlich für die eigentlich Hafen City, 24 Milliarden hat es gekostet, gebaut wurde als futuristisches Wahnsinnsprojekt. Und wir leiden gerade darunter, dass diese Hafen City unter Leerstand scheinbar leidet. Und nun, diese Firmen, für die Hafen City gebaut wurde, suchen sich jetzt Sahnehäubchen im Zentrum Hamburgs oder in den attraktivsten Vierteln aus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das hat für mich mit Städtebau nichts mehr zu tun, sondern ehrlich gestanden mit, ich vermute mal, Korruption. Das kann man immer nicht so genau sagen, aber unterstellen wir mal nein. Aber was mich interessieren würde, Herr Brendtke, wir haben jetzt viel über Wohnungen gesprochen, über andere Sachen. Wir wollen ja auch über Stadtplanung sprechen. Und wir haben ja einige Städte. Ich finde, wir müssen in Deutschland nicht immer alles neu erfinden, sondern wir müssen einfach mal gucken, was passiert in vielen Städten. Ich war vor kurzem bei einer Diskussion, wo Kopenhagen so ein bisschen als Vorbild dargestellt wurde in der Stadtplanung. Da ist ja eine ganze Menge passiert und das würde ich gerne mal von Ihnen auch hören als Vizepräsidenten der Bundesarchitektenkammer. Was bedeutet für Sie eigentlich gute Stadtplanung? Ist da in Kopenhagen was passiert, was man 1:1 auf andere Städte umsetzen kann? Oder ist es eher so, wie ich sage, dass jede Stadt sehr unterschiedlich ist und wir immer passgenaue Antworten auf die Städte finden müssen? München ist nicht vergleichbar mit Berlin und Düsseldorf ist nicht vergleichbar mit Dresden, sondern unsere Städte sind alle einzigartig und vielfältig, aber doch anders. Und von daher, das ist meine Frage an Sie. Gibt es da eigentlich so eine Stadtplanung, die man auf alle Städte anwenden könnte oder braucht es individuelle Lösungen? Ja, Sie haben ja mit Ihrer Antwort, also mit Ihrer Fragestellung und der dort beinhalteten Antwort ja auch schon die Antwort, ja, das
klar ist Deutschland nicht Dänemark und Kopenhagen ist auch nicht etwas, was überall in Dänemark oder in Skandinavien stattfindet. Also der skandinavische Bereich ist da schon anders, aber die haben auch ein anderes Verständnis von Baukultur und von Planungskultur. Wir brauchen individuelle Lösungen und wir brauchen auch ein individuelles Mitnehmen von Bürgern, weil Bürger mitnehmen wird in Hamburg ganz anders aus. Ich muss Hamburg sagen, hat mir meine Frau gesagt. Ja. Die Hamburger sagen Hamburg, obwohl ich immer sage, ich gehe einen Hamburger essen. Das ist in München ganz anders und das ist auch in Frankfurt und in Köln wieder anders. Das heißt, wir brauchen wirklich, wenn wir Stadtplanung machen, das Thema die neue Gartenstadt ist ja angesprochen worden. Klar wollen alle im Grün wohnen, aber es soll auch bezahlbar sein und sie wollen trotzdem mittendrin sein, obwohl sie in Grün wohnen, das muss man diskutieren. Was mir Sorge macht, das ist das, was wir in Deutschland, das ist eben in Skandinavien und auch in anderen Ländern anders. Zu DDR-Zeiten hat man es mit Diktatur gelöst, das wollen und können wir auch nicht. Bauland ist ja so ein Thema, kann man das anders lösen, um kostengünstig an Bauland zu kommen? Das ist, was wir machen müssen, ist, zu sagen, wie gehen wir mit dem Egoismus in unserer deutschen Gesellschaft um. Also wenn in Schwerin ein Hochhaus gebaut wird, an einer Straße zwischen zwei Seen auf so einer Insel, da wohnen schon die Reichen der Stadt mit 5 oder 6 Häusern, so diese Punktvillen. Und jetzt kommt eine Villa, die ist 3 Geschosse höher und nimmt denen den Teil des Blickes auf den nächsten See. Da hatten wir eine Bürgerbewegung der Reichen, die also gigantische Argumente gefunden haben, was etwas nicht geht. Was wir diskutieren müssen, und das ist auch eine Herausforderung für mich auch an die Bundestagsparteien, ist dieses Thema German Angst. Wir haben Angst vor Veränderung. Und dieses Thema Angst vor Veränderung müssen wir mit Planungskultur zusammenbringen. Die Städte haben eine Struktur. Wir haben etwas, was die Amerikaner nicht haben. Haben wir eine gigantische Geschichte. Ob man dann in Riad, wenn man eine Kulturausstellung macht, und Deutschland ist das führende Land, dann Pappkulissen, Fachwerkhäuser zeigen muss, also die Deutsche Bank daneben. Also wie kommunizieren wir Städtebau und Stadtentwicklung nach außen, ist wieder ein anderes Thema. Aber was wir machen müssen, wir müssen dieses German Angst wegnehmen und wir müssen dieses auch offen sagen, Leute, nehmt euren Egoismus zurück, wenn ihr etwas wollt oder etwas nicht wollt, wird es so nicht gehen. Aber das geht wirklich nur in jeder Stadt anders, weil die Bedingungen in jeder Stadt anders sind. Vielen Dank. So, jetzt habe ich mal auf die Uhr geguckt und wir wollen ja noch Ihre Fragen zulassen. Deswegen gebe ich jetzt auch ins Podium. Der Marc Wohlraber hat sich als allererstes gemeldet und dann gehe ich von rechts nach links. Marc. Ja, guten Tag. Marc Wohlrabe, ich vertrete in Berlin den Verband der Clubkommission. Das ist der Verband des organisierten Nachtlebens. Wir sind der erste dieser Art, die sich in Deutschland gegründet haben. Wir existieren jetzt seit 15 Jahren, sind Vorbild geworden für alle deutschen Metropolen. In allen deutschen Metropolen haben sich solche Verbände gegründet. In Hamburg sitzt der Hauptverband, die LiveCom. In Berlin, Kai Wegner weiß das, macht unsere Branche ungefähr 35% des touristischen Umsatzes auf. Wir sind eigentlich Motor seit über einer Dekade für die kreative Veränderung von Berlin und eine der Schnittstellen, weswegen eine ganze Menge junge und moderne Firmen nach Berlin gekommen sind, warum junge Gründer hier in Berlin bleiben und sich auf den Weg machen. Das waren sicherlich auch die Modelle, die sich für die Hamburger Hafenstadt vorgestellt haben, was definitiv zu teuer ist. So funktioniert das nicht vom Reißbrett. Und wir bemühen uns schon sehr lange, auf diese enger werdende Stadtproblematik hinzuweisen, weil wir glauben, dass Attraktivität der Städte sehr viel damit zu tun hat, dass diese Balance zwischen Wohnen, Arbeiten und Erleben hergestellt wird. Wir wissen, dass sowohl die Leute, die in den Städten schon wohnen, die dazuziehen, oder auch die Touristen nicht Interesse haben, für verschiedene Kulturformate in die Außenbezirke zu fahren. Die wollen auch nicht in die Gewerbegebiete immer fahren, wo man vielleicht mal ein bisschen laut sein kann. Zusammenleben wird immer Lautstärke mitbringen. Jeder weiß das aus den südlichen Ländern. Und wenn es dann heißt, man wird krank vom Lärm, sage ich immer, dann müssten die Leute in Südeuropa alle ziemlich krank sein und wahrscheinlich alle vor 70 sterben. Ich vermisse die Instrumente in der Stadtentwicklungspolitik, wie dieser weiche Faktor attraktives Zusammenleben in den Städten angegangen wird. Wir als Verband stellen dafür bestimmte Instrumente zur Diskussion. Wir wollen zum Beispiel, dass nachziehende Leute nicht ein so ausgeformtes Klagerecht haben, dass Leute, die später zukommen durch eine neue Wohnbebauung, nicht sagen können, ich fühle mich dort gestört, denn wir sagen, du wusstest, wo du hinziehst.
dieser Ort muss erhalten bleiben. Natürlich ist das vielleicht nicht immer angenehm, aber ich glaube, dass die Stadt genügend andere Orte aufbringen kann, wo man hinziehen kann, wenn man es ruhig haben möchte. Wir vermissen die Diskussion über diese Instrumente. Und ich persönlich sage auch, und das ist auch ein Problem der CDU, wir gehen dazu technologisch ran. Ich höre immer nur Smart City, Smart Grid, Sonnenkollektoren, Energieeffizienz. Für die CDU ist es vielleicht ganz interessant zu verstehen, warum die CDU in einer Reihe von Innenstädten oder Städten nicht besonders gute Wahlergebnisse einfährt. Ich glaube, das liegt daran, weil wir das Lebensgefühl der Menschen in den Städten nicht besonders gut reflektieren und weil wir dieses weiche Element nicht genug reflektieren. Und ich hoffe, und ich weiß, dass Kai Wegner sich darum bemüht, dass wir das auch in diese Diskussion einbringen und diese Chancen ergreifen und diese Balance hinkriegen. Also bitte als Aufruf, denken Sie die Stadt nicht nur von Technologie und nicht nur von technischer Machbarkeit. Danke. Vielen Dank. Jetzt hatten Sie sich gemeldet. Ich habe jetzt mal gesagt, während Sie zum Podium, zum Mikrofon gehen, wir nehmen das jetzt auf und jeder, der sich angesprochen fühlt, dann machen wir eine Schlussrunde und dann gibt es hier nochmal ein Statement, ja? Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, mein Name ist Kaspar, ich bin aus Frankfurt am Main, also auch eine Stadt, die ähnlich wie München oder Berlin oder Hamburg von der gleichen wohnungspolitischen Situation betroffen ist. Ich habe eine Frage an Herrn Warnecke und Herrn Gedaschko. Herr Illigmann hatte uns ja vorhin ausgeführt, dass in München Eigentumswohnungen für 6.000 Euro mittlerweile nur noch zu erwerben sind. Das wundert mich relativ wenig bei den Dingen, die Sie dort den Investoren zumuten. Es gibt ja keine Stadt wie München, die so massiv in das Mietrecht, in das Eigentumsrecht eingegriffen hat. Ich erinnere nur an die Milieuschutzsatzungen, die Sie haben. Und wenn Sie uns hier ausführen, im Rahmen von städtebaulichen Verfahren müssen die Investoren dann die Infrastruktur mitbezahlen und 30% sozialen Wohnraum, dann ist natürlich klar, finanziert werden muss es dann von den anderen Wohnungen und damit tragen sie natürlich massiv zur Verteuerung bei mit dieser Politik der Verknappung. Deswegen würde mich mal interessieren, Herr Warnecke, Sie haben ja nichts zum Mietrecht und zu diesen Dingen gesagt, ob Sie das vielleicht tun können. Frau Bleker hatte ja interessanterweise gesagt, es gibt bei Ihnen im Quartier ein Grundstück, da sollte ein Investor erst Wohnungen bauen und dann hat er entschieden, er will Gewerbe bauen. Ich würde mich an Ihrer Stelle doch mit der Frage beschäftigen, warum wollte er das und was ist an unserem Recht falsch, dass es offensichtlich attraktiver ist, Gewerberaum zu bauen? Und ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Frankfurt nennen, eines Eigentümers, der am Stadtrand ein Bürogebäude hat, wo er für 6,50 Euro den Quadratmeter leer stehen hat, sogar sagt, wenn ich einen Mieter hätte, dem würde ich 6 Monate freigeben. Auf die Frage, warum es nicht in Wohnungsbau umwandelt, er sagt, ja, ich will nicht mit diesem Mietrecht, mit diesem Komplizierten zu tun haben. Also wenn wir mehr Wohnraum wollen, dann müssen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, was hält die Menschen davon ab, dass wir keinen Mietwohnraum bekommen. Wir haben keinen Mangel an Gewerberaum, wir haben keinen Mangel an Eigentumswohnungen. Überall dort, wo wir einen Markt haben, funktioniert es. Aber dort, wo die Gesetzgebung massiv eingegriffen hat, nämlich beim Mietwohnungsrecht, da haben wir doch die Probleme. Und da habe ich hier vom Podium überhaupt noch nichts gehört. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sind ja schon eine ganze Menge Fragen. Das ist erkennbar nicht der... Oh, Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Bitte Verzeihung. Mein Name ist Rainer Seifert, ich bin Verbandsdirektor des VDW Sachsen. Hier oben, wenn wir hier oben drauf gucken, da steht das, ich glaube, irgendwo da wurde gerade gemalt, bezahlbarer Wohnraum. Ich würde es einfach mal so ganz auf die ganz kleine Ebene runterbringen und würde einfach mal fragen, was ist denn bezahlbarer Wohnraum? Wie definieren Sie denn das? Von wo bis wo geht bezahlbarer Wohnraum los? Und dann sollten wir uns als allererstes darüber im Klaren sein, und die Frage muss geklärt werden, wie wird dieser bezahlbare Wohnraum subventioniert? Wird er über eine Objektsubvention erfolgen oder über eine Subjektsubvention?
Ich glaube, alles das, was jetzt gerade so im Gesetzgebungsverfahren ist, mit Modernisierungsumlage, wir haben es gerade gehört, extrem kompliziert und wir versuchen es gerade noch viel, viel komplizierter zu machen. Ich weiß nicht. Also, wir haben ja selber beschlossen, ich weiß nicht, waren Sie, glaube ich, auch mit dabei, ENEF und die Baukosten und wir müssen uns darüber im Klaren sein, es muss irgendein Töpfchen locker gemacht werden, um bezahlbaren Wohnraum, wenn wir es einmal definiert haben, was es ist, sind es 5 Euro, 6 Euro, 4 Euro, 3 Euro, wie wir die Differenz finanzieren, entweder über den Bürger, also der eben subventionsbedürftig ist, oder wir machen es halt über die Objekte. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die auch von draußen gestellt wird. Es lässt sich immer gut dahinter verstecken, wo wir einfach sagen, ja, für alle. Ich bin absolut dafür. Das nächste ist, wieder ein kleines Stückchen Praxis, der Herr Gedaschko hat das vor uns gesagt. Man muss sich da einfach mal so ein bisschen diesen Spiegel davor setzen, man muss einfach sagen, wir reden von Grid und Smart Grid und von In-Time und Real-Time Stromleser ablesen, dass wir dann irgendwas sparen können. Das denke ich mal, das wird irgendwann in 20 Jahren passieren. Und ob es die Leute denn dann machen, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube eher, wir sollten uns an den Themen jetzt reiben, die jetzt aktuell sind. Herr Gedaschko hat das gesagt. Nehmen wir doch einfach mal das simple Beispiel dezentrale Energieversorgung vor Ort. Wir sind momentan nicht in der Lage, und das schon seit geraumer Zeit, das ganze Thema in Deutschland zu platzieren. Weil die Gesetze so gemacht sind, dass die Wohnungsunternehmen es einfach nicht tun. Es ist viel zu kompliziert. Das ist genau das, was gesagt wurde. Und das ist so ein Thema, wo ich einfach sage, wenn wir daran schon scheitern, an solchen kleinen Themen, wie soll denn dann eine verkrittete Wohnung funktionieren? Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt frage ich mal. Jetzt sehe ich wirklich keine Worte mehr. Ich gucke auch wirklich ganz nach hinten. Das ist nicht der Fall. Wer möchte denn als erstes? Herr Warnecke, möchten Sie? Bitte schön. Sie wurden ja mehrfach angesprochen. Mietrecht und Stadtentwicklungspolitik. Sicherlich ein wichtiger Baustein. Ich glaube, dazu würde es sogar anregen. Könnte man gerne den nächsten Kongress machen. Ich befürchte, das sprengt hier völlig den Rahmen. In der Tat ist es so, dass das Thema Mietrecht sogar beim Bündnis für bezahlbares Wohnen ausgespart worden ist, weil man Sorge hatte, das Thema würde, und wir haben uns da über alles unterhalten, das würde das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen dann völlig sprengen. Es ist ein Thema, dass das Mietrecht immer nur von einer Seite gesehen wird. Und Sie haben völlig recht, es hat auch eine stadtentwicklungspolitische Komponente und es hat natürlich auch eine investive Komponente. Wer überhaupt soll denn die Wohnungen bezahlen, wenn nicht die Bürger in diesem Land? Und vor dem Hintergrund wäre es wichtig, darüber zu sprechen, aber ich denke, das ist eine gute Chance, auch für die Fraktion, das in der Zukunft aufzugreifen. Ich kann Ihnen zwar nicht sagen, zu wie viel Prozent das Mietrecht Anteil hat daran, dass in Wohnraum weniger investiert wird als notwendig, aber dass es einen Anteil hat, da sind wir uns sicher. Insofern ist das ein Problem, wie wir Investitionen in die Wohnungen, was auch immer bezahlbar ist, das ist ja gerade zutreffend gesagt worden, aber in die Wohnungen, die wir gerade bei einer Zuwanderung, wie wir sie heute haben, brauchen, die also preisgünstig sind im preisgünstigen Segment, wie wir diese Investitionen zusammenbekommen sollen bei den Rahmenbedingungen und der Komplexität, die wir nicht nur im Mietrecht haben, sondern die wir praktisch in allen Belangen haben, die Vorgaben auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf bundesrechtlicher, bundesgesetzlicher Ebene sind so komplex, dass der Bürger das eigentlich nicht mehr leisten kann. Und wenn wir zurückgucken, 500 Jahre Immobilien in Deutschland, dann ist eigentlich das, was wir als schönes Bauen und Wohnen empfinden, will niemandem zu nahe treten, aber das ist das, was die Bürger gemacht haben. Es gab hier mal einen Bürgermeisterkandidaten in Berlin, der hat gesagt, die schönste Stadt der Welt wäre Rothenburg ob der Tauber. Das hat ihm nicht geholfen beim Wahlkampf. Aber die Leute fahren eben nicht nach Berlin-Marzahn und sagen, ich mache hier mal eine Runde, sondern natürlich wollen sie im Prenzlauer Berg und abends halt die Clubs erleben. Und wenn wir wollen, dass es in Zukunft in deutschen Städten genauso aussieht, dann müssen wir auch wieder das bürgerschaftliche Engagement hervorziehen. Und ich glaube, da ist, was Frau Bleker gesagt hat, eigentlich das ist der Schlüssel. Hier sitzt eine Bürgerin, die ist frustriert mit der Stadtentwicklungspolitik, kernfrustriert, kann man sogar sagen. Und das ist kein Wunder und das ist auch kein Einzelfall. Und vor dem Hintergrund, ich glaube, das Tempelhofer Feld ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie es falsch läuft. Da ist nämlich der Bürger nicht in die Stadtplanung mit einbezogen worden, sondern der ist zu einem Zeitpunkt, als das Kind schon tot im Brunnen lag, gefragt worden, was der Senat macht oder was wir wollen. Und dann haben alle gesagt, oh, Senat in Berlin, sowieso furchtbar. Nein, Daumen runter. So, und deswegen, ich kann mich jetzt nur wiederholen,
Kooperation im Quartier, die Stadtentwicklungspolitik der Bezirksämter, wenn die Bezirksverordnetenversammlung, der Gemeinderat, der Stadtrat, wenn die sich um einen Bebauungsplan bemühen und das erste Mal darüber nachdenken, in dem Moment, bei dem Gedanken, muss man die Bürger vor Ort mit einbeziehen, damit, wenn der Plan 2 Jahre später da ist, die Bürger drumherum alle sagen, jawohl, das war der richtige Weg. Und dann hat man auch keine Probleme mit den Bürgern, sondern dann funktioniert das reibungslos. Ich gebe allerdings zu, das ist mühselig, aber wir helfen gerne dabei von Seiten Haus und Grund. Ich gebe Ihnen gleich das Wort, Frau Bleker. Dass es überhaupt 2 Jahre dauert, so ein Bebauungsplan, ist auch mal zu hinterfragen, nicht? Also ordentliche Einbindung, aber 2 Jahre. Auch das ist die Wahrheit. Ich würde Sie jetzt trotzdem bitten, ich habe jetzt nochmal auf die Uhr geguckt, wir sind schon 5 Minuten über der Zeit. Sollten Sie noch einen Snack nehmen wollen, wird das langsam ein bisschen eng, dass wir uns hier oben jetzt in der Rundrunde wirklich kurz fassen. Frau Bleker, Sie möchten trotzdem? Es geht ganz schnell, also der Snack kann warten. Und zwar Folgendes, also kurz zu den Bebauungsplänen. Also ich weiß, dass die ungefähr 2 Jahre dauern, bis die umsetzbar sind. Aber es kann nicht sein, dass, wenn sich ein interessantes, lukratives Projekt bietet, ein Bebauungsplan durchaus umgeändert und doch irgendwie verwandelt werden kann, sodass er dann doch umsetzbar ist. Und dass, wenn zum Beispiel eine Stadtteilentwicklung gegenteilig gelaufen ist, man plötzlich, weil ein interessanter Investor da ist, dann plötzlich einen Bebauungsplan aus der Tasche zaubert, der als nahe 20 Jahre alt ist und nichts mehr damit zu tun hat. Also das dazu. Ich wollte gerne auch dem Herrn aus Frankfurt was sagen. Sie sagten ja, warum hat der Investor dann so seine Pläne geändert? Warum ist er von Wohnungsbau auf Gewerbebau gestiegen? Das sage ich Ihnen auch. Es ist tatsächlich die Gesetzgebung. Würden nämlich in Zukunft Investoren, die Gewerbebau betreiben, tatsächlich Auflagen erhalten, wonach sie tatsächlich so bauen müssen, dass diese Gebäude auch in Wohnraum umwandelbar sind. Hätten wir schon einen Teil der Kosten verlagert, um zum Beispiel auch den Wohnungsbau für die Zukunft sozusagen sinnvoll zu gestalten, glaube ich. Also ich glaube, wer Gewerbebau betreibt, muss mittlerweile auch in die Verantwortung gezogen werden. Es kann nicht sein, dass diese Leute Renditen absahen und nach 10 Jahren Tschüss sagen und wir haben unsere Geistermonumente in den Stadtteilen stehen. Herr Gedaschko. Genau, dann lassen Sie die richtigen Investoren ran, die dann nachhaltig das machen und nicht so Geisterfahrer, über die wir jetzt hier reden. Vielleicht noch mal zum Thema Durchsetzbarkeit überhaupt von Baumaßnahmen. Ich glaube, die richtige Bürgerbeteiligung ist das eine, mit Sicherheit. Ohne die geht es nicht. Aber was wir auch feststellen, und dann muss man auch die Investorenseite auch sehen, versuchen Sie mal, ein Vorhaben zu machen und zu planen, die Banken dabei zu behalten, alles. Ein solches Projekt ist ein kleines Kunstwerk. Sie brauchen, und darüber reden wir, Feintaktung hoch 3, damit das überhaupt noch bezahlbar alles wird. Und dann einen solchen Prozess irgendwie mit drin zu haben. Das bedeutet, wir brauchen auch ein Klima für Bauen. Dieses Klima für Bauen macht sich nicht von alleine. Das macht sich in jeder Stadt nur dadurch, dass dann der Oberbürgermeister oder der erste Bürgermeister oder wie er denn immer gerade heißt, an die Speerspitze der Bewegung stellt und auch den Leuten erklärt, dass die Stadt nicht so bleiben kann, wie sie ist. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben, in der Welt noch nie gegeben und das wird es auch zukünftig nicht geben. Das muss man deutlich sagen. Das geschieht aber zu wenig. Und die Menschen glauben, die Stadt könnte so bleiben. Und dann passiert das, was Herr Brennecke geschildert hat. Das sind die klaren Prozesse und auch die klaren Ansagen, die es dann auch braucht. Thema Lärmschutz, die Clubs. Ich möchte mal Thema Lärmschutz und Kindergärten sagen. Das ist nämlich auch schon ein Problem gewesen und das zeigt, wie krank eigentlich das ist, was wir in Deutschland in Sachen Lärmschutz gemacht haben. In Deutschland messen wir auch den Lärmschutz, wo? In der Wohnung? Nein, vor dem Fenster. Das Thema Hafen City. Unter normalen Umständen würden Sie niemals die Hafen City genehmigt haben können. Warum nicht? Weil überall in der Hafen City eine Lärmkulisse ist, weil ein Hafen da ist. Und den wollen die Menschen auch übrigens haben, die dort leben. Das sind Kunstgriffe, die gemacht wurden. Ich sage es mal jetzt jenseits des normalen Rechtes. Da muss jeder Mieter bestimmte Dinge unterschreiben. Jeder Eigentümer wird vertraglich verpflichtet, die Mieter wiederum zu verpflichten. Das ist alles völlig verwurstelt. Und hier ist der Bundesgesetzgeber
in der Pflicht, aber er ist auch dran. Das urbane Quartier soll es jetzt ja richten und das wäre natürlich auch für die Clubs dann eine Möglichkeit. Bloß es wird lange dauern, bis alle innerstädtischen Dinge urbane Quartiere sind. Das wird sich in Wirklichkeit geben. Also brauchen wir auch im Emissionsrecht eine Änderung, damit sowas stattfinden kann. Und im Übrigen noch zu Ihrem Hinweis. Sie haben absolut recht, es gibt eine Studie, die haben einen Auftrag gegeben, Schwarmstädte. Warum ziehen gerade die 18- bis 35-Jährigen in die Städte? Das ist nicht mehr allein die Universität, es ist nicht mehr allein der Arbeitsplatz. Es sind genau diese Faktoren, wie Sie sie geschildert haben, die dazu führen, dass sich bestimmte Regionen entleeren, weil dort genau das nicht stattfindet. Und man kann nur jedem sagen, jedem Bürgermeister, kümmere dich genau um diese soften Standortfaktoren. Das macht nämlich Jugendattraktivität aus und dann bleiben sie auch und ziehen nicht alle nach Berlin, weil so viel kann Berlin dann auch nicht verkraften. Rest ansonsten nachher draußen an der Theke. Danke. Ja, auch noch zwei, drei Worte zu den Fragen. Teilweise ging es ja direkt an mich. Zum Thema Nutzungsmix kann ich Ihnen nur zustimmen. Ein ganz schwieriges Thema. Die ehemalige Stadtbaurätin, Frau Professor Thalgott, hat einmal gesagt, Urbanität muss man auch aushalten können. Also das ist genau die Botschaft. Da ist es laut, da stinkt es, da qualmt es irgendwie. Also das ist, man hat eine hohe Dichte, auch sozialen Stress unter Umständen. Also das ist ganz klar, dass das hier vorgeprägte Reibungsflächen sind. Nichtsdestotrotz braucht man das in der Stadt. Dann ist das Thema angesprochen worden, Verfahren, also die Schwierigkeiten, die da drin liegen. Auch da kann ich jetzt nur zustimmen, was da inzwischen an Auflagen da sind. Und bei knapper Fläche haben Sie dann oft nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Lärmschutzbebauung vorzusetzen. Also wirklich diese Auflagen alle zu erfüllen, da muss man tatsächlich jetzt nochmal ergebnisoffen über neue Baugebietskulissen oder Regelungen da nachdenken. Auch bei den Verfahren selbst, Bebauungsplan wurde angesprochen. Wenn Sie bei den Kollegen bei uns nachfragen, die das machen, die sagen auch, 70% der Schritte des Bebauungsplans, die zeitkritisch sind, können durch die Kommunen nicht beeinflusst werden. Sie haben da dritte Partner im Spiel, sind abhängig. Also es ist ganz extrem bei Baugenehmigungen genauso. 80% der eingereichten Bauanträge sind nicht bescheidbar, weil Unterlagen fehlen, weil sie unvollständig sind, weil hinten und vorne bestimmte Sachen nicht passen. Also das ist nicht nur ein Problem der Genehmigungsbehörden und der Prozesse in den Behörden, sondern das ist was, was mit der hohen Komplexität dieser Verfahren, insbesondere in den großen Städten oder bei großen Projekten auch mit zusammenhängt. Letzte Statement noch zu dem Thema Preisentwicklung in München und Anschieben durch das, was die Stadt verlangt. Kann ich nur dazu sagen, Preis spiegelt letztendlich das Flächenangebot in der Stadt wider. Also die Fläche ist ja ganz entscheidend. München hat ist von der Stadtgröße so groß wie die Berliner Stadtentwicklungsflächen, die noch zur Verfügung stehen, nämlich 350 Quadratkilometer. Wir sind am Ausringen der Flächen dementsprechend. Knappes Gut, hoher Preis. Und wenn Sie kalkulatorisch sehen, was Bauprojekte kosten, was sind die ausschlaggebenden Faktoren, das ist der Baugrund und das sind die Baukosten. Und in der Regel ist es nicht so, wenn Sie irgendwelche Flächen kaufen, dass von vornherein zum Beispiel Beteiligungen an Infrastrukturkosten mit eingepreist werden, sondern in München ist es inzwischen so, weil wir das seit 15 Jahren machen, dass letztendlich das auch ein Verkaufsargument ist, nämlich dass bevor die erste Wohnung fertig ist, steht die Schule und steht die Kita und ist der öffentliche Nahverkehr da. Also das sind natürlich auch schlagende Argumente, die hier mit angeführt werden müssen. Und damit möchte ich auch enden. Ja, prima. Ein breiter Überblick, ein breiter Fächer, viele Themen. Zeigt auch, dass diese Themen einfach schlicht und ergreifend in der Tiefe nicht in einer Stunde diskutiert werden können. Muss man einfach mal festhalten. Bedanke mich trotzdem ganz, ganz herzlich. Ich glaube, Sie haben uns viele Punkte mitgegeben, über die wir in den nächsten Wochen, Monaten diskutieren sollten. Ich neben vielen Punkten habe ich mir ein paar Mal aufgeschrieben. Klima für Bauen. Ich finde das ganz spannend. Ich glaube, Herr Gedaschko hat das gesagt, dass wir wirklich auch das Bewusstsein schaffen für mehr Bauen, dass wir es nicht als Bedrohung sehen, sondern auch als Chance und dass wir hier für ein Klima in unserem Land und in unseren Städten sorgen. Dass wir für eine vorsorgende Bürgerbeteiligung, so will ich es mal bezeichnen,
wo der Bürger im Vorfeld eingebunden wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass wir uns Gedanken machen müssen, Herr Illichmann, über die Liegenschaftspolitik in den Städten. Wie gehen wir mit Ressourcen um, die wir noch haben? Geht man immer schnell auf Verkauf oder guckt man mal, was man vielleicht langfristig nachhaltig gestalten kann, sowohl im Bereich Wohnungsbau als auch im Bereich Erholung, Grünflächen, als auch im Bereich natürlich der Kreativwirtschaft. Was der Marc Wohlrabe angesprochen hat, das ist in Berlin ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig, wo wir schauen müssen, dass diese Orte auch ein Stück weit erhalten bleiben, weil auch die Orte ja gerade diese Kreativität fördern. Ich kann da gut mitreden, ich bin das ein oder andere Mal mit ihm mitgegangen in diese Kreativwirtschaftsszene. Soziale, funktionale Mischung in den Stadtquartieren, auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir im Rahmen Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch auch eine ganze, ganze Menge hier auch im Bundestag gestalten können, wo aber auch die Länder gefordert sind. Und was ich auch sehr spannend fand, weil ich mal bei einer Delegationsreise in Lyon war, ich glaube, Herr Gedaschko, das haben Sie auch gesagt, wir müssen nicht nur die Stadt denken, sondern die Region. Und ich fand das sehr spannend, dass in Lyon gar nicht so sehr nur über Stadtpolitik gesprochen hat, sondern über Metropolregionen, wo sie auch die Vororte dieser Stadt Lyon auch mit in politischen Abstimmungsprozessen haben. Was ich ganz, ganz spannend finde, was, glaube ich, auch in Deutschland früher oder später kommen wird, weil die Städte wachsen, aber sie werden irgendwann so stark auch nachgefragt sein, dass man automatisch in die Umländer auch mit rein muss. Das ist sicherlich in Flächenländern ein Stück weit einfacher als in Stadtstaaten. Aber diese Diskussion, glaube ich, werden wir bekommen. Aber ich glaube, das Wichtigste im Kern hat zumindest von der Symbolik Herr Brenke gesagt, Stichwort German Angst. Ich glaube, das ist in der Tat ein Punkt, wo wir übrigens alle, wo nicht nur immer die Politik gefordert ist, man macht sich das ja immer leicht, da muss die Politik für sorgen. Ich glaube, da muss ein Stück weit die Gesellschaft für sorgen. Wir alle, dass wir nicht die sogenannte German Angst haben, sondern mehr die Chancen sehen. Die Chancen von Veränderung und auch die Chancen, was in Zukunft passieren wird. Das hatte ich ja schon einleitend gesagt. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg in den Städten. Herzlichen Dank für die Diskussion zum Thema Stadtplanung und Wohnungsbau. Ich würde Sie wirklich ganz herzlich bitten, nachher werden alle Ergebnisse aller Podien zusammengetragen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Wenn ich allein sehe, was da alles mitgeschrieben wird aus dieser Diskussion, ich bin wirklich auf die Ergebnisse gespannt. Vielleicht erahnen wir oder sehen wir Ergebnisse, die wir heute noch gar nicht mitbekommen haben während der Diskussion. Wegner, ich bin da ganz gespannt drauf. Ganz kurz eine Frage, weil ich nicht weiß, ob es nachher noch mal ein Mikro gibt, weil Sie Klima für Bauen angesprochen haben. Also es war schon ein Unterschied, als wir ein BMVBS hatten oder ein BMUB. Wenn Sie also eine Chance haben, bei den nächsten Koalitionsgesprächen Einfluss zu nehmen, sorgen Sie bitte dafür, dass wir wieder ein Bundesbauministerium haben. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das total als Chance gesehen, dass Umwelt und Bau zusammengetan wird. Weil gerade wenn ich mir Klimaschutz und so weiter anschaue, aber so nach ein paar Jahren Erfahrung sollte man das zumindest noch mal prüfen. So, herzlichen Dank für die Diskussion.